Hallo und herzlich willkommen zu meinem Format, in dem ich euch die Einzelteile eines Computers erkläre und ich euch beibringe, auf was ihr beim Kauf achten solltet. Diese Playlist besteht aus 10 Teilen, die sich von selbst aktualisieren, sobald es genügend neue Produkte oder andere Veränderungen gibt. Da es natürlich dauert, bis die ersten 10 Parts produziert sind, kann es sein, dass die Playlist noch nicht voll ist, wenn du das hier siehst. Die 10 Parts sind: erstens die Grundlagen, das ist dieser Part hier. Zweitens die CPU, drittens die Grafikkarte, viertens das Mainboard, fünftens der RAM bzw. der Arbeitsspeicher, sechstens Speicher, also SSDs und HDDs, das sind dann die Festplatten, siebtens Netzteil, achtens Laufwerke, DVD und Blu-ray, neuntens die Kühlung und zehntens das Gehäuse. Wenn du Fragen hast, darfst du diese gerne in den Kommentaren stellen, damit ich diese dir beantworten kann. Wenn genügend Fragen zusammenkommen, werde ich diese mal in einem extra Video beantworten. So, doch was sind nun die Grundlagen? Erstmal fange ich mit einer wichtigen Frage an. Soll ich mir meinen PC selbst konfigurieren und zusammenbauen? Oder sollte ich mir lieber einen fertigen PC kaufen? Ich finde es immer sinnvoll, einen PC selbst zu bauen. Alleine schon wegen dem Preisvorteil. Ein selbstgebauter PC muss ja schon günstiger sein, da derjenige, der den PC baut, ja auch Geld verdienen muss. Außerdem ist es wirklich nicht allzu schwer, einen Computer selbst zusammenzubauen. Ich habe meinen PC auch selbst zusammengebaut und das nur mit der Hilfe von YouTube-Tutorials wie diesem hier. Wenn du schon eine Konfiguration zusammengestellt hast und dir nicht sicher bist, ob diese gut oder schlecht ist, kannst du dir auch Hilfe in Foren wie dem Computerbase Forum suchen. Wenn du deine nun hoffentlich gute Konfiguration wirklich nicht selbst bauen willst oder kannst, dann bieten viele Shops auch einen Zusammenbauservice an. Dann werden dir statt den Einzelteilen der fertige PC zugesandt, gegen einen kleinen Aufpreis natürlich. Doch welchen Shop empfehle ich? Ich habe bis jetzt alle Teile für 2 PCs bei Mindfactory gekauft. Diese haben meist gute Preise, eine relativ übersichtliche Homepage und einen guten Support. Außerdem sind sie von Google zertifiziert. Jetzt haben wir es fast geschafft. Aber ich möchte euch jetzt noch ein paar YouTuber ins Herz legen, die ebenfalls gute Videos über PC-Hardware machen. Der erste meiner Liste ist Kench & Co. Er macht Reviews zu PC-Hardware, aber auch viele Videos zum Thema Wasserkühlung. Der zweite ist ebenfalls deutsch und sein Kanal hört auf den Namen Centrally's Hardware Reviews. Wie der Name schon sagt, macht er viele Reviews über Hardware. Allerdings stellt er auch in seinem Format namens Tech Battle die Setups seiner Community vor. Ab und zu zeigt er auch Gaming-PCs in einem speziellen Preisbereich. Der aktuellste ist ein 600 € Gaming-PC. Der dritte ist der YouTuber Hardware-Rat. Dieser stellt alle paar Monate PC-Zusammenstellung für verschiedene Preisbereiche vor, an denen man sich gut orientieren kann. Dazu bringt er auch wöchentlich die neuesten Nachrichten der Technikwelt. Gehen wir jetzt mal in den englischsprachigen Bereich. Hier gibt es den YouTube-Kanal Tech Quickie. Dort werden viele Fragen und Dinge kurz und einfach erklärt, wie zum Beispiel What is a CPU Cache? Oder Camera ISO? Dieser Kanal gehört wie auch der Kanal Linus Tech Tips der Linus Media Group, einem kleinen Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern. Dieses gehört Linus, der auch oft in den Videos als Moderator mitwirkt. Auf dem Hauptkanal Linus Tech Tips geht es eher grundlegend um das Thema PC und Technik. Viele unterschiedliche Reviews zu Hardware, Laptops, aber auch Smartphones sind hier zu finden. Das war's auch schon für den ersten Part. Der zweite wird bald online gehen. Lasst außerdem konstruktive Kritik da. Also bis dann, stay tuned. Euer Lukas.